Herzlich willkommen. Vollbesetzter Saal, freut den Speaker natürlich immer. Wir sind beim Talk über elektrische Sicherheit für Hacker. Viele von uns haben damit ja eigentlich nicht viel am Hut. Man programmiert halt an seinem Laptop und der Strom kommt aus der Steckdose. Aber irgendwann will man vielleicht doch auch mal was basteln. Und da gilt natürlich der alte Grundsatz, kenne die Regeln, damit du sie brechen kannst. Beziehungsweise kenne die Regeln, damit du weißt, welche du auf gar keinen Fall brechen solltest und welche vielleicht verhandelbar sind. Und deshalb ist heute der Kevin hier, um uns eine Stunde lang oder dreiviertel Stunde, danach gibt es noch Q&A, über elektrische Sicherheit für Hacker zu berichten. Los geht's. Ja, vielen Dank für die coole Einladung. Ja, servus. Also, ich bin der Kevin. Ich freue mich auch, dass so viele hier sind, obwohl parallel dazu der Querfunk gerade unterwegs ist. Also es ist doch überraschend, wie viele Menschen an wirklicher Sicherheit für Elektrotechnik interessiert sind. Prinzipiell muss man dazu sagen, ein kurzer Disclaimer, es geht hier wirklich um elektrische Sicherheit. Also es geht hier nicht um für Hacker, wie hacke ich mich in ein Kernkraftwerk rein, und es geht jetzt auch nicht darum, wie hacke ich IoT-Devices. Das sind beides extra Talks, die gibt es auch, aber heute geht es tatsächlich um die wirkliche Sicherheit im Sinne von Strom kann manchmal wehtun. Auch die Zielgruppe, klar, wenn jetzt halt Elektrofachkräfte hier sind, die haben das entweder meistens studiert oder gelernt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Hauptzielgruppe, aber auch komplette elektrische Laien, die kein Interesse daran hätten, wäre jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe, weil die findet man auf Twitter genug. Deswegen, es gibt ja im Fachbereich so unterschiedliche Gruppierungen, so Elektrofachkräfte, dann Fachkräfte für festgelegte Tätigkeiten und elektrisch unterwiesene Personen. Und ich behaupte mal, ihr seid also keine EUPs, elektrisch unterwiesene Personen, sondern EIPs, elektrisch interessierte Personen. Das machen wir jetzt neu heute. Also nur so als Disclaimer, nicht, dass da irgendwelche falschen Hoffnungen sind vom Vortrag. Er wird zwischendrin auch ein bisschen trocken, also keine Sorge. Warum? Also was erwartet uns so ein bisschen? Also wir gehen mal ein bisschen drauf ein, warum so ein Talk überhaupt notwendig ist. Unfallstatistiken, Normen, Auswirkungen des Stroms. Wer eine größere Firma hat, kennt vielleicht die eine oder andere Statistik. Wir schauen die mal von einer anderen Sache an. Dann betrachten wir Schutzeinrichtungen, hauptsächlich zwei Stück, und wollen damit ein paar Vorurteilen bzw. weit verbreiteten Irrtümern aufräumen. Und dann am Schluss noch ein paar Praxistipps und Fragerunde. Und jetzt ist, genau, aber die Frage, warum dieser Talk? Die Jungs aus Polen haben dieses geniale Bild zur Verfügung gestellt, und das ist eigentlich genau die Antwort. Warum ist so ein Talk wichtig? Weil die Sicherheit unserer Mitmenschen einfach wichtig ist. So, eigentlich können wir den Vortrag jetzt schon aufhören, und das soll die Kernaussage sein. Warum sind wir hier auf der Gulasch-Programmiernacht? Weil wir Hacker sind, weil wir technisch interessiert sind. Wir sind interessiert an Sicherheit. Und wie schon gesagt wurde, es gibt Sicherheitsregeln, Sicherheitsbarrieren. Manche kann man brechen, andere kann man umgehen. Aber wir machen das, weil wir die Sicherheit erhöhen wollen. Warum machen wir das? Aus verschiedenen Gründen. Schutz der Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Schutz des geistigen Eigentums, Schutz des physischen Eigentums, Schutz der Unversehrtheit des Menschen. Das ist uns wichtig, und wir wollen diese Sicherheit erhöhen. Und wir machen das, weil wir im Bereich IT fit sind. Und auch im Bereich OT oder elektrische Sicherheit ist das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Weil egal welches Handwerk ich ausübe, ich kann heutzutage immer jemanden verletzen und umbringen. Aber bei der Elektrotechnik ist es tatsächlich so, es ist einfach gefährlich. Und deswegen ist das Ziel dieses Talks ein bisschen dieses Gespür zu schärfen. Egal, ob wir an Strom arbeiten dürfen oder nicht. Also so eine Art Awareness-Training ohne Phishing-Test, ein bisschen einen Überblick über die Maßnahmen zu bekommen, um einfach die Sicherheit, egal was wir machen, ob wir in der Firma sind, ob wir im Hackerspace sind, ob wir daheim was rumschrauben oder Bekannten helfen, dass wir da ein paar Sachen im Auge behalten. Weil wenn was passiert, es geht um Menschenleben. Und Leben ist wichtig. Menschenwürde ist auch wichtig. Also philosophische Frage, was ist mehr wert? Aber in beiden Fällen müssen wir darauf achten, dass durch unser Handeln beides von unserem nächsten Mitmenschen eben unversehrt bleibt. Ja, und nebenbei macht natürlich Elektrik Spaß, sonst wären wir auch nicht hier. Also die meisten arbeiten zumindest mit Strom. Ein paar Steampunks sind auch dabei, aber haut alles hin.
Genau, und dann schauen wir mal, was uns noch alles erwartet. Also das Grundredo soll sein, Elektrotechnik ist Sicherheitstechnik. Wir werden oft mit solchen Sachen konfrontiert, egal wo wir unterwegs sind. Übrigens, die meisten Fotos, das sind echte, also eigene Aufnahmen. Wenn nicht, sind unten dran irgendwo Quellenangaben hinterlegt und dann können wir später, also wir heben uns viel auch noch für die Q&A-Session auf. Eine Frage ist, gut, wir in Deutschland haben es ja relativ gut, nicht nur mit den Normen, sondern auch mit der Sicherheitstechnik. Wir jammern ja auf sehr hohem Niveau. Und was man oft hört in Deutschland, wenn man so Pfusch sieht, ja, in anderen Ländern geht es ja auch. Da ist es ja auch schlimm, die ist ja viel, viel schlimmer. Und die leben ja auch noch. Also stimmt. Aber wirklich, wie schauen die Zahlen mal aus? Mal so ein paar Statistiken angeschaut. Indien hatte vor ein paar Jahren 11.000 Unfälle und davon 4.800 tödliche Stromunfälle. Deutschland hatte jetzt letztes Jahr, vor drei Jahren, tödliche Unfälle 32. Ist in der Statistik auch ein bisschen aufgegliedert. 11 davon waren privat und 2 betrieblich. Und diese sonstigen, die konnte man nicht genau zuordnen, weil leider bei den Totenscheinen oft nicht der Ort und der Hergang und so vermerkt ist. Also das sind reine statistische Daten. Kurzer Disclaimer noch, wir gehen später bei der Technik nicht sehr in Mathematik ein, weil das kann man 3,5 Jahre genug lernen. Aber bei den Statistiken und bei den Rechnungen, ich runde sehr gern sehr grob. Also nicht festnageln bitte, der Sinn soll übermittelt werden, jetzt hat nicht die Kommastelle. Deswegen jetzt hat hier auch noch, wenn man sagt, ja gut, Indien hat ja viel, viel mehr Einwohner, der Hinweis, gut, ungefähr 15 Mal so viele Einwohner wie Deutschland, aber dann bleibt trotzdem noch ein Faktor 10. Also in Indien gibt es 10 Mal so viel Stromtote wie in Deutschland. Also es stimmt, in anderen Ländern, das ist jetzt nur ein Beispiel Indien, passieren mehr Unfälle. Das muss man sich vor Augen halten, warum das wirklich gut ist, dass wir hier ein relativ hohes Niveau haben, sogar im Vergleich zu anderen Industrieländern, was die Elektrotechnik, auch die Hardware betrifft. Also wer schon mal elektrische Anlagen installiert hat in zum Beispiel Amerika oder Großbritannien, der weiß, von was ich rede. Also da können wir hier wirklich nicht jammern, ohne jetzt halt irgendwie Patriot sein zu wollen. Mal eine Frage. Ich wollte am Anfang eigentlich noch eine Frage stellen. Wer hat schon mal einen Stromschlag bekommen? Ja, okay, super, danke. Freut mich. Mich auch, also nicht wegen Stromschlag, aber genau. Wir sind alle betroffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wovon hängt jetzt Sicherheit ab? Ist es jetzt vom Material, weil wir hier so gutes Material haben, mit dem wir arbeiten können, oder hängt es vom Reichtum eines Landes ab oder vom Bildungsstand? Das ist eine sehr interessante Frage. Wer eine Antwort hat, kann sie mir gerne schicken. Ich behaupte, vom Reichtum hängt es nicht ab. Mal kurze Statistik. Was sind die reichsten Länder der Erde? Deutschland gehört lustigerweise nicht dazu, aber Deutschland hat ein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von über 50.000 Dollar, Kaufkraft bereinigt. Und an dritter Stelle der Welt ist da Katar. Und also Katar ist wirklich eins der so gesehen reichsten Länder. Und wenn man dann ZDF-Nachrichten liest, dass in wenigen Jahren 15.000 Gastarbeiter gestorben sind, also nicht verletzt worden sind, sondern ums Leben kommen an einer einzigen Baustelle, dann ist klar, mit Geld allein hat Sicherheit definitiv nichts zu tun. Und das ist auch was, wo wir uns einspeichern können. Verantwortung kann man nicht mit Geld kaufen. Verantwortungsdiffusion, wo man heutzutage sieht, es ist leider so, aber Sicherheit ist auch mit wenig Mitteln möglich. Schauen wir uns mal ein bisschen so die Stromunfallstatistiken an. Wo treten Stromunfälle auf? Nach Betriebsmitteln sortiert haben wir hier ein schönes Tortendiagramm. Am meisten an der Elektroverteilung. Also man hat ja im Haus einen Zählerschrank, Verteilungen, Unterverteiler, Sicherungskästen. Und die meisten Stromunfälle, die Berufsgenossenschaft der Elektriker erfasst hat, sind an der Elektroverteilung. Danach kommen dann Allgemeinverbraucher, also sprich Geräte. Was ich interessant gefunden habe, 2% aller Elektrostromunfälle kommen auch in der Fernmeldetechnik vor. Ich weiß nicht, wie man das schafft, aber es ist in der Statistik so, also wird es stimmen. Spannungsbereich, um welchen Spannungsbereich geht es?
Also dieser fette blaue Bereich hier, das ist tatsächlich die Niederspannung. Was heißt nieder? Also nicht irritieren lassen, nieder heißt bis 1000 Volt. Also alles, was Steckdose ist, ist Niederspannung. Fängt bei 120 Volt an, DC. Bei AC fängt es schon bei 50 Volt an. Also alles, was über 50 Volt Wechselspannung ist, ist Niederspannung bis 1000 Volt. Über 1000 Volt ist Hochspannung. Also wenn ich in der Industrie an einen Motor mit 400 Volt hinlange und bekomme eine gebrutzelt, dann ist es immer noch Niederspannung. Ist ein interessanter Nebenpunkt auch, warum ist AC und DC unterschiedlich? Können wir uns mal merken, warum fängt die AC-Schwelle für Niederspannung früher an? Sehen wir später noch bei der Betrachtung der Schutzeinrichtungen. Genau. Hochspannung ist relativ wenig, da, wo Unfälle passieren. Elektrischer Strom hat auch in der Unfallstatistik andere Auswirkungen. Es ist die häufigste Ursache für Brände. Also da geht es jetzt nicht um direkten Personenschaden, sondern noch vor offenem Feuer, vor Brandstiftung und vor menschlichem Fehlverhalten ist elektrischer Strom als Brandursache in der Unfallstatistik in Deutschland, in der Brandstatistik. Ist auch interessant, weil da geht es jetzt, also ich kann jetzt hier nicht erkennen, ob das defekte Geräte sind oder defekte Anlagen. Zur Erklärung, als Anlage verstehen wir jetzt nicht irgendwo eine Maschine ist eine Maschine, sondern die Kabel, die gelegt sind vom Lichtschalter zur Verteilung zum Licht, wo über uns ist, eine elektrische Anlage. Also das sieht man jetzt daraus nicht, aber Unfallstatistik sagt, also auch in der Hinsicht, Strom ist brandgefährlich. Was die Statistiken betrifft, wer erleidet die meisten Stromunfälle? Ja, wen wundert es? Elektrofachkräfte. Das können wir natürlich Umkehrschluss ziehen. Wir werden keine Elektrofachkraft, dann haben wir auch keinen Stromunfall. Ist ein bisschen kritisch zu sehen, weil zum einen hier geht es wirklich um die Berufsgenossenschaft, die Statistiken da gemacht hat, das was erfasst wurde. Und gerade im betrieblichen Bereich muss ja alles erfasst werden. Elektrotechnisch unterwiesene Personen, was wir vorher gesagt haben, das sind Mitarbeiter eines Unternehmens, die eine technische Ausbildung haben, aber keine Elektrofachkräfte sind und die wiederkehrende Tätigkeiten speziell an Strom machen können. Zum Beispiel, typisches Beispiel, der Schreiner, der jede Woche die Küchen aufbaut, der muss einen Herd anschließen. Der hat keine elektrotechnische Ausbildung, hat eine kurze Ausbildung für seinen Tätigkeitsbereich drin und dementsprechend kann er diese Tätigkeit auch legal ausführen. Wer hier im Saal ist mutig? Wer ist Elektrofachkraft oder hat eine elektrotechnische Ausbildung? Sind doch einige. Okay, wer mag die 5 Sicherheitsregeln sagen? Einfach reinschreien. Ganz hinten. Also einmal freischalten, gegen nicht einschalten, sichern, spannungsfrei feststellen, bei Anlagen über ein KV und USV-Anlagen eher so kurz schließen, beziehungsweise die Nachbarn unter Spannung stehen, die Teile abdecken und abschalten. 100 Punkte. Ich hätte jetzt gern Wanderwaffeln hier. Aber das ist super. Absolut. Ja, kriegt extra Applaus. Also diese Punkte, die müssen für eine Elektrofachkraft im Schlaf nachts rückwärts vorgesungen werden können. Was glaubt ihr, bei welchen dieser 5 Punkte entstehen die meisten Unfälle? Okay. Jetzt müssen wir wissen, was 4 ist. Aber nochmal lauter. Genau, also ja, ganz zu Anfang, freischalten wäre ein heißer Kandidat. Tatsächlich ist es aber noch öfter bei Spannungsfreiheit feststellen. Kann man mal drüber nachdenken. Ja? Also ist die Sicherung draußen? Ja, ich habe freigeschalten. Ist die richtige Sicherung? Ja, wie stelle ich jetzt die Spannungsfreiheit fest? Also laut Unfallstatistik ist das der Punkt, wo die meisten Unfälle passieren. Nebenbei, die 5 Sicherheitsregeln, die gibt es schon seitdem es Elektrotechnik gibt, also seit über 100 Jahren, seit wo Elektrik noch Mechanik war. Und die haben sich wirklich eingebürgert, weil theoretisch könnte nichts passieren, wenn die konsequent angewendet werden würden. Das ist jetzt ein, glaube ich, Modalsatz mit Konjunktiv, keine Ahnung. Auf alle Fälle, theoretisch ist es so. 5 Sicherheitsregeln. Noch eine Frage, wer ist Elektrofachkraft? Muss man jetzt nicht beantworten.
Grundsätzlich, wenn Fragen zur Elektrotechnik sind, fragt nicht Twitter, auch nicht Google. Elektrofachkraft ist tatsächlich in der Norm definiert. Also das ist, wer aufgrund seiner Ausbildung Kenntnisse und Erfahrungen hat, die aktuellen Normen kennt, dementsprechend Gefahren erkennen kann und auch durch eine mehrjährige Tätigkeit in dem betreffenden Arbeitsbereich in Theorie und Praxis arbeiten kann. Das ist eine sehr interessante Definition der Norm, kommt aus der VDE. Was die VDE ist, lernen wir auch noch später kennen. Warum ist das so? Wenn ich jetzt Elektriker gelernt habe, 1980, und dann nie mehr in dem Beruf gearbeitet habe, bin ich keine Elektrofachkraft. Wenn ich frisch als Geselle die Gesellenprüfung geschafft habe, mit einer Note 1,0, bin ich keine Elektrofachkraft. Wenn ich statt 7 Semester zu studieren 20 Minuten Twitter konsultiert habe, bin ich keine Elektrofachkraft. Also das sind alles Punkte, man muss in dem speziellen Bereich, wo man arbeitet, weil das ist wie in der IT, wie man ist Doktor, das ist egal was, das ist so ein riesengroßer Bereich und man kann nur in einem speziellen Bereich wirklich die Expertise haben. In dem Bereich muss man unterwegs sein, um als laut VDE als Fachkraft unterwegs sein zu können. Also wenn wir jetzt uns diese ganzen Geschichten anschauen, dann merkt man eigentlich, okay, es hat eigentlich schon Sinn, wie das strukturiert ist und an sich Unfälle theoretisch müssten nicht sein. Wie gesagt, sind alles echte Bilder, also das ist jetzt nichts irgendwie gefaked, findet man alles beim Kunden. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, also ich bin der Kevin und wir machen Tests hauptsächlich im OT-Bereich, IoT auch, das kommt dann später. Wir machen Security-Checks im industriellen Bereich und da findet man solche Sachen en masse, man glaubt es gar nicht. Und die Motivation für diesen Vortrag war eigentlich, letztes Jahr durch die Flutkatastrophe, da hatte ich so einen Rand auch wieder auf Twitter, weil da Sachen verbreitet worden sind, die wirklich lebensgefährlich sind. Also das sind Fachkräfte, die sich dafür halten, die erzählen so einen Stuss und fangen dann auch zum Diskutieren an. Das ist furchtbar. Es ist prinzipiell in der Welt so, genauso wie in der Kommunikationstechnikerwelt oder überall, in dem Moment, wo mehrere Fachkräfte, also echte Fachkräfte jetzt zusammen sind, weil es immer der eine etwas besser als der andere. Das ist immer so, da muss man durch. Aber unabhängig davon ist es halt schlimm, wenn Leute, die gar nichts wissen, anderen, die noch keine Ahnung haben, Sachen erzählen, wo dann wirklich lebensgefährlich sind. Und ich will auf keinen Fall, dass irgendeiner, egal ob IT-Student, Bastler, Maker, wie auch immer, da jemals in die Verlegenheit kommt, entweder zuzuhören oder noch schlimmer, sowas zu erzählen. Deswegen dieser kleine Talk in ein paar Minuten, in der Hoffnung, ein paar zumindest Fragen aufwerfen zu können. Schauen wir uns mal ein bisschen die Gefahren des elektrischen Stroms für den Menschen an. Also da haben wir natürlich hauptsächlich Gefahr, gefährliche Körperdurchströmung, also mir brutzelt's eine, auf Deutsch gesagt. Das ist mal die primäre Gefahr. Dann gibt es noch Lichtbogen, da gibt es auch schöne Bilder dafür. Im Internet habe ich kein Copyright dafür bekommen, also schön ist jetzt sarkastisch gesagt, aber Lichtbogen sind gefährlich, weil wenn da ein Schaltschrank offen ist und der Lichtbogen, der macht einen Meter, weil der Strom so hoch ist, dann ist man verbrennt auf der Haut, man ist verblitzt, vielleicht noch taub und wenn man überlebt, hat man Glück gehabt. Sekundärunfall, der Klassiker, man steht auf der Leiter, kriegt eine gewischt, fällt runter. Oder man ist mit dem Schraubenzieher irgendwo da, kriegt eine gewischt und der Nachbar hat einen Schraubenzieher im Bauch. Ist alles schon passiert. Also das sind diese Gefahren. Zur gefährlichen Körperdurchströmung, allein diese Gefahr, da gibt es mehrere Auswirkungen, die der Strom hat. Also zum einen die Muskelkontraktion, die kann so stark sein, dass eigene Knochen in mir drin brechen, weil ich habe mich dann nicht mehr unter Kontrolle und man glaubt nicht, wie stark der menschliche Körper ist, wenn er durch Spannung getriggert wird. Man kann Brandverletzungen haben, Ein- und Austrittsspuren vom elektrischen Strom. Die Blutkörperchen können gerinnen, setzen sich dann in der Lunge fest, nehmen keinen Sauerstoff mehr auf und man erstickt von innen. Das ist richtig schlimm. Deswegen auch immer nach dem Elektrounfall, besonders wenn man länger mit in Kontakt war, Notarzt, also da jetzt halt nicht sagen, ja, der schaut ja gut aus, wir machen weiter an der Maschine, immer sofort behandeln. Und noch eine andere Auswirkung, die passieren kann, ist das sogenannte Herzkammerflimmern.
Da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu auch. Von was hängt die Wirkung des elektrischen Stromes ab? Da haben wir kurz mal diese fünf Punkte aufgeführt. Stromstärke, Stromart, Einwirkdauer, Weg durch den Körper und die Frequenz. Also Stromstärke, ja, kann man jetzt sagen, ja, Stromstärke weiß ich ja nicht, weil es hängt ja von der Spannung ab. Ist richtig. Also prinzipiell ist es aber so, je mehr Ampere, desto auer. Egal, ob ich jetzt halt an 100, 200 Volt dranhänge oder an 1 Kilovolt. Es kann nämlich sein, ein Weidezaun, der hat zum Beispiel 8 Kilovolt. Das brutzelt ordentlich, aber ich sterbe nicht, weil die Spannung sofort zusammenbricht. Also da fließt kein großer Strom durch mich durch. Bei 230 Volt an der Steckdose, wenn die entsprechend keine Schutzmaßnahmen hat und ich greife dahin, Körper hat einen Widerstand, je nachdem, wo man drauf geht, von Arm zu Fuß, von Arm zu Arm, Hand zu Hand oder wie auch immer, kann man sagen, knapp unter 1000 Ohm. Ohmsches Gesetz, also 230 Volt, machen wir 250, also ist, glaube ich, ein Viertel Ampere, was da durchfließt, weiß ich jetzt nicht mehr, Auge mal Pi, gell? Wie gesagt, gerundet, also das tut dann schon weh. Das ist die Stromstärke. Stromart, Wechselstrom, Gleichstrom, AC-DC, hängt auch davon ab. Gleichspannung ist im unteren Segment, also bis 100 Volt sowas, weniger gefährlich als die entsprechende Wechselspannung. Das ist auch der Punkt, warum wir hier zum Beispiel PoE mit relativ hohen Spannungen und Leistungen haben können und das aber noch nicht als Niederspannung gilt. Das gleiche als Wechselspannung wäre dann für einen Körper schon wesentlich gefährlicher. Einwirkdauer ist ein Punkt, weil wenn ich jetzt kurz eine gewischt bekomme und gehe dann gleich weg, ist es was anderes, als wenn ich dranhänge und der Strom länger durch mich durchfließt, aufgrund dieser Gerinnung zum Beispiel. Der Weg durch den Körper, am schlimmsten ist natürlich hier Hand zu Hand, weil dann geht es direkt übers Herz drüber und das Herz schauen wir nachher auch nochmal ein bisschen an. Und die Frequenz haben wir schon besprochen. Wir haben hier 50 Hertz Netzfrequenz. Das ist eigentlich somit die schädlichste Frequenz, die es gibt. Aber technisch hat es halt aus der Historie ein paar Vorteile gehabt, also da wird sich jetzt nicht viel dran ändern. Es sei denn, wir bauen in unser Schlafzimmer überall PoE-Buchsen rein, könnte man auch machen, aber ist dann ein anderes Thema. Hier haben wir ein schönes Diagramm. Die Abhängigkeit, also wie sich der Strom auf unseren Körper auswirkt. Das ist in Milliampere, sieht man das da irgendwo? Ne, das sind Millisekunden. Oh, ich habe die Milliampere abgeschnitten. Das bringt ja jetzt natürlich wieder überhaupt gar nichts. Okay, also unten sind die Milliampere. Das ist ganz blöd. Also in der Hälfte ungefähr, in der Mitte sind ungefähr 30, da wo dieser graue Bereich anfängt, das sind ungefähr 30 Milliampere. Links, das ist unterhalb von, ich glaube, 3,5 Milliampere, die ersten türkisen Felder. Dann hier so zwischen, ich runde jetzt mal wieder, 10 und 30 Milliampere ist dieser blaue Bereich, wo man die, den Strom wahrnimmt als Kribbeln. Also wenn dieser Strom durch mich durchfließt, spüre ich den schon. Und oberhalb von dem Kribbelbereich fängt dann dieser Bereich der temporären Beschwerden an, beziehungsweise wenn ich dann noch weitergehe, wo diese Linie ist, ist dann auch schon die Loslassschwelle, weil dann ist der Strom so stark, dass meine Nerven anfangen sich zu verkrampfen. Das heißt, wenn jetzt das unter Spannung wäre und der Strom würde durch mich durchfließen, könnte ich das aus eigener Willenskraft nicht mehr die Hand öffnen. Also das ist gefährlich. Wer mag, kann man dann E-Mail schreiben, dann kommt noch die richtige Folie mit den richtigen Werten hinterher. Genau, also das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Eine Sache, die tricky ist bei der Elektrizität, ist unser Herz. Also wir haben einen bioelektrischen Organismus und unser Herzschlag ist im Prinzip elektrisch. Deswegen kann man es mit einem EKG, einem Elektrokardiogramm, auch so gut aufnehmen. Und wir sehen das hier, wir haben ja immer dieses mehr oder weniger regelmäßige Dum-Dum, Dum-Dum. Und da gibt es Fachbegriffe dafür, die Mediziner wissen das. Ich sage jetzt mal das große Dumm und das kleine Dumm. Also nach dem ersten Dumm kommt dann eine vulnerable Phase. Und das ist diese Phase vor diesem zweiten, kleineren Schlag, wo, also ich sage jetzt mal, das Herz repolarisiert wird. Und in dieser Phase, die ist jetzt nicht genau festgelegt, wie lange die dauert, also zwischen 90, 100 Millisekunden und
140 Millisekunden so ungefähr, ist individuell. Wenn in dieser Phase man Stromschlag bekommt, dann ist es wie ein externer Trigger auf das Herz. Also das wird durcheinander gebracht. Das können wir jetzt auch, nee, ist jetzt keine Seitenkanalattacke, aber wie auch immer, es wird auf alle Fälle durcheinander gebracht und da ist dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein sogenanntes Herzkammerflimmern entsteht. Das heißt, das Herz fängt an, wild zu schlagen mit einer sehr, sehr hohen Herzfrequenz. Und zwar ist dann die Herzfrequenz so hoch, dass praktisch kein Blut mehr durch den Körper durchgepumpt werden kann, was zur Folge hat, dass man binnen kürzester Zeit erstmal bewusstlos wird und wenn nicht behandelt, praktisch stirbt. Also ist eine sehr gefährliche Situation. Und wie wir hier gesehen haben, das bedarf auch keiner hohen Spannung. Also da reicht Niederspannung, da reicht 230 Volt von der Steckdose schon, um das auszulösen. Oder wenn man länger damit in Verbindung ist, eben die 50 Hertz von der Steckdose. Also sprich, Kurzfassung, Strom und der menschliche Körper sind nicht wirklich kompatibel. Die Auswirkungen sind real. Also diese TikTok-Challenges und so können wir komplett vergessen, weil das ist einfach lebensgefährlich und das nicht mehr passiert, gerade im privaten Bereich. Das ist praktisch gesehen ein Wunder. Machen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf Normen und Gesetze, jetzt speziell Deutschland natürlich, weil wir haben jetzt gerade, letzte Woche war das wieder so eine lustige Diskussion, sorry, ich sage lustig, weil ich kann es nicht mehr ernst nehmen, auf Heise war das wieder, da war ein Artikel, dass diese Steckdosen-Solarpanels jetzt doch nicht erlaubt sind mit dem Adapter. Der Artikel, den lasse ich jetzt mal so hingestellt, ich habe auch keine öffentliche Meinung dazu, nur was noch lustiger ist, ist die Kommentare zu lesen, also da mal durchzuscrollen, was da erzählt wird. Oh Mann, hey, man braucht viele Nerven, also ich kenne mich zum Beispiel in der Botanik überhaupt nicht aus. Ich kann im Wald keine Kiefer von einer Tanne unterscheiden. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich würde aber auch niemals irgendeinen Blogartikel drüber schreiben. Wie auch immer. Auf alle Fälle, weit verbreitete Meinung, VDE ist ja kein Gesetz, also muss man sich nicht trauen halten. Aus dem Kontext gerissen, richtig. Was haben wir hier in Deutschland an Gesetze? Wir haben das Grundgesetz. Das ist eigentlich die Basis. Also an dem hängen die anderen Gesetze, theoretisch. Dann haben wir Gesetze. Nach den Gesetzen kommen dann irgendwann Verordnungen und dann erst kommen Normen und Richtlinien. In Deutschland die größte Norm, relevant für Elektrotechnik, ist die VDE-Norm. Die ist so umfangreich, ist leider nicht Open Source. Kostet Geld, also ein kleiner Elektriker muss mindestens eine mittlere vierstellige Summe zahlen, dass er jährlich überhaupt diesen Normenzugang hat. Und wenn man jetzt eine Firma ist, die wirklich alle Normen haben mag von denen, dann ist die sechsstellig, die Summe, die man pro Jahr zahlen muss oder überhaupt zahlen muss. Also das ist furchtbar. Auf alle Fälle, VDE muss man trotzdem kennen. Als Elektroinstallateur oder Industrieanlagenbetreiber, Bauer, Maschinenbauer, wie auch immer, es ist die Basis. Man muss die Normen kennen und als Hersteller auch haben. Die Norm wird allerdings oft zitiert oder es wird sich oft darauf berufen von Vorschriften. Beispiel DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, beruft sich auf die DGUV. UVV, Unfallverhütungsvorschriften, berufen sich auf die VDE. Jetzt habe ich gerade irgendwas anderes gesagt davor. Okay, ihr wisst, was ich meine, VDE. Warum muss man dann diese Verordnungen anwenden? Ja, zum Beispiel aufgrund gesetzlicher Grundlagen. In einem Unternehmen wäre das Betriebssicherheitsgesetz. Es gibt noch andere Gesetze, egal ob das jetzt, keine Ahnung, Produkthaftungsgesetz ist oder irgendwelche Gesetze, in welchem Bereich man eben unterwegs ist. Auch wenn irgendwelche Bauvorhaben geplant sind, ausgeschrieben werden, dann wird sich oft auf diese Norm berufen. Und in dem Moment, wo sich auf die Norm berufen wird, habe ich keine andere Wahl. Ich muss die anwenden. Da ist jetzt wieder ein interessanter Punkt. VDE 100% anwenden geht in der Praxis gar nicht. Wer tief in der VDE drin ist, weiß, dass sich einige Paragraphen widersprechen. Auf der anderen Seite haben wir hier in Deutschland, zum Glück muss ich sagen, also ich mag keine Normen, bin auch kein Fan davon, wenn mein Auto zum TÜV muss, ist ganz so, aber wir haben zum Glück Normen, weil dort auch relativ viel geregelt ist. Was ein interessanter Effekt ist mit der Rechtsprechung hier in Deutschland, wenn ich Stuss baue, aber VDE-gerecht den Stuss baue, und jemand stirbt,
habe ich den praktisch nach VDE umgebracht. Und ich bin aus der Haftung draußen, weil ich habe es normgerecht gemacht. Also das ist möglich, das kann ich machen. Umgekehrt, wenn ich mit aus bestem Wissen und Gewissen etwas baue und von der Norm abweiche, vielleicht sogar noch eine Begründung dazu liefere, aber dann würde irgendwas aus einem dummen Umstand raus passieren, dann habe ich ein Problem. Das ist so in Deutschland. Okay. Gut, also so viel zu den Normen. Ein paar typische Normen, die wir hier in Deutschland öfters mal sehen. VDE 0100-600, Errichten elektrischer Anlagen, wenn Gebäude neu gebaut wird. Die 0105-100, Betrieb von elektrischen Anlagen. Dann, wenn es um Geräte geht, Wiederholungsprüfungen, es sind das 701-702 gemacht. Also in der VDE steht sehr viel drin, sind aber nicht die einzigen Normen. Es gibt sehr, sehr viele technische Richtlinien für jeden Bereich der Elektrik, die zu beachten sind. Jetzt halt mal zum Beispiel, wenn ich ein Haus baue und ich mag da einen Netzanschluss haben, dann muss ich die Anschlussrichtlinie des EVUs, des Elektroversorgungsunternehmens, beachten. Und das ist dann auch wieder so detailliert, dass drin steht, wie muss der Raum ausschauen, der Hausübergabepunkt, der Raum, wie sind die Abstände zur Wand vom Verteiler, wie groß muss das sein, wie ist die Erdung. Also das ist alles wirklich so weit vorgegeben, dass im Prinzip kein Platz für Fantasie ist. Zum Improvisieren ist Platz, aber man hat nicht wirklich viel Spielraum, was das betrifft. Was heißt VDE? Also früher war es, haben viele gesagt, Verein der Elektriker. Jetzt offiziell Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. Es ist ein eingetragener Verein, der diese Normen rausbringt. Ich traue mich jetzt nicht, die Frage zu stellen, wer hier im Saal in irgendeinem Normgremium aktiv ist. Ich habe Angst vor der Antwort. Es gibt noch andere Verbände, jetzt nicht was die Normung betrifft, aber jetzt zum Beispiel was das Handwerk betrifft, gibt es den ZVEH. Da sind die ganzen Handwerksinnungen mehr oder weniger zentral vertreten. Ich finde es interessant, das Zentralverband der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, das sind auch die, die zum Beispiel dieses E-Check IT anbieten, also die IT des Unternehmens checken. Ich lasse mal so ganz wertfrei im Raum stehen. Also dieser Verein, der ist sehr, sehr IT-affin. Die hatten schon seit 2009 einen Twitter-Account, haben auch 2011 einmal getwittert. Nicht zu verwechseln mit dem ZVEI, das ist das Gleiche in der Industrie. Entschuldige, darf ich jetzt nicht sagen. Oh, das wird aufgezeichnet. Okay, also nicht das Gleiche, ist was anderes. Okay, gut, also soviel zur Organisationsstruktur hier in Deutschland. Schauen wir uns ein bisschen die Schutzeinrichtungen an. Jetzt geht's in die Praxis. Wozu haben wir Schutzeinrichtungen und welche? Die klassische Schutzeinrichtung, Schmelzsicherung. Es sind übrigens alles Fehlersuchbilder hier, gell? Wie auch immer. Schmelzsicherung hat den Sinn, die hat man auch schon vor über 100 Jahren erkannt, wenn Strom durch eine Leitung fließt und das zu viel Strom wird, fängt die Leitung zum Brutzeln an und das Haus fängt zum Rauchen an. Das ist nicht gut. Der Punkt ist, wenn der Strom eine gewisse Stromstärke übersteigt, hat man dann die Schmelzsicherung gemacht, dass dieser feine Draht in der Schmelzsicherung so heiß wird, dass er schmilzt, durch Sand gelöscht wird und der Stromkreis unterbrochen wird. Deswegen kann kein Strom mehr im Stromkreis fließen. Das ist der Sinn der Schmelzsicherungen und sind auch noch bis heute im Einsatz. Öfter sieht man den Leitungsschutzschalter. Wie der Name sagt, ist es ein Leitungsschutzschalter. Es gibt keinen Leistungsschutzschalter. Manche sagen, Leistungsschutzschalter gibt es nicht. Es gibt Leistungsschalter, aber es ist eine ganz andere Technik. Das ist dafür da, Leistung schalten zu können, also buchstäblich. Das ist ein Leitungsschutzschalter, ist wie eine Schmelzsicherung, allerdings ein bisschen klüger und ich muss den nicht immer auswechseln. Da geht es im Prinzip ums Gleiche. Wenn über eine längere Zeit ein zu hoher Strom auf der Leitung fließt, dann löst der thermisch aus. Was der allerdings zusätzlich noch kann, ist, der erkennt einen Kurzschluss. Weil jetzt kann es sein, dass ich hinten gerade die Leitung durchknipse mit der Kombizange. Das heißt, ich habe einen massiven Kurzschluss drauf. Das heißt, es fließen nicht irgendwie statt 16 Ampere 20 Ampere drüber, sondern mal 300 Ampere. Und dafür hat der nicht nur dieses Bimetall, also kein Schmelzdraht, sondern Bimetall als thermisches Auslöseelement, sondern auch noch eine Spule als induktives Auslöseelement, das beim kurzen sprunghaften Stromausstieg klack den Stromkreis unterbricht, dann fliegt der raus. Warum ist das wichtig? Leitungsschutzschalter schützt die Leitung. Bei einem massiven Kurzschluss habe ich nicht nur die Erwärmung über den Draht an sich, sondern ich habe sogenannte adiabatische Erwärmung. Also die
Jungs vom Entropia und Mädels, die werden sich freuen, weil adiabatisch hat was mit Entropie zu tun. Allerdings, auf Deutsch gesagt, die Formeln, die sind richtig cool, das anzugucken, aber je heißer, desto brenn. Das heißt, wenn der Strom fließt, dann wird es heiß und wenn es heiß ist, wird es umso schneller heiß. Das heißt, es ist eine ganz andere Sache, wenn ich einen Kurzschluss drauf habe und ich die Sicherung muss auslösen, als wenn einfach nur eine Überlast drauf ist. Das hat dann zur Folge, dass der Mantel, wenn dieser Kurzschluss nicht schnell genug gelöscht werden würde, dass der Mantel von der Elektroleitung zum Schmelzen anfangen würde, es würden Gase entstehen, es wird sich entzünden. Das braucht eine gewisse Zeit. Und dass man das unterbindet, gibt es Vorschriften, dass diese Sicherungsautomaten oder Leitungsschutzschalter innerhalb von 0,4 Sekunden auslösen müssen. Dahinter stehen viele Formeln. Wer Elektrotechnik studiert hat, der kennt vielleicht die Formeln, der kann es ausrechnen. Wer Informatiker ist und die Mathematik von der Informatik zu trivial ist, der kann danach noch Elektrotechnik studieren. Also ist richtig lustig. Der Punkt ist, diese Werte, diese Grenzwerte haben ihren Weg in die Normen gemacht. Und sorry es zu sagen, aber die Jungs vom VDE wissen, was sie machen. Also diese Grenzwerte haben einen Sinn. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man sich daran hält und entsprechend die Leitungsschutzschalter dimensioniert. Die werden dimensioniert nach der Leitung, die dranhängt, nicht nach dem Verbraucher. Das heißt jetzt nicht, ich habe da einen Wasserkocher, ich nehme da jetzt eine 10 Ampere Sicherung her. Nee, das heißt, was für ein Kabel habe ich, wie groß ist der Querschnitt vom Kabel, wie ist die Länge zu der Steckdose, wenn es schon existiert. Wenn es nicht existiert, muss dann der Elektroinstallateur oder Elektroplaner ausrechnen, welchen Querschnitt vom Kabel brauche ich, weil je größer, desto weniger warm. Wie ist die Verlegeart? Ist das mit anderen Kabeln geführt? Hängt das in der Luft? Also das sind Sachen, kann man jetzt nicht in ein paar Minuten runterbrechen, aber es ist nicht einfach damit getan, zum Bauhaus zu gehen und eine 16 Ampere Sicherung zu holen. Genau, das haben wir gerade gesagt. Interessant, Leitungsschutzschalter schützt auch nicht den Menschen, er schützt nur die Leitung. Wenn der Leitungsschutzschalter dranhängt und nicht lang an die Steckdose, mir tut's weh, der wird nie und nimmer auslesen. Gut, nächster Punkt, FI-Schutzschalter, auch genannt RCD, auch genannt RCCB, auch genannt Fehlerstromschutzschalter. Das ist mal eine richtig coole und sinnvolle Erfindung. Der schützt nämlich den Menschen. 90% indirekt, 10% direkt, von den 10% 80% erfolgreich. Kommen wir auch gleich drauf. Was ist ein Fehlerstromschutzschalter? Also wir haben jetzt halt gemerkt, wenn jetzt halt ein Leitungsschutzschalter da ist und nicht lang an die Steckdose und der löst bei 16 Ampere aus, aber bei 50 Milliampere kann ich schon nicht mehr loslassen. Dann wird der Leitungsschutzschalter nie auslösen und ich hänge an der Steckdose und ich kriege einen Stromschlag, bis ich tot bin. Kommt leider oft genug vor, auch in der Badewanne in Deutschland. Gibt es immer noch. Deswegen hat man den FI-Schutzschalter erfunden. Ist jetzt auch schon viele, viele, viele Jahre alt, das Patent. Der vergleicht den Strom, der in einen Stromkreis reingeht, mit dem Strom, der aus dem Stromkreis zurückkommt. Weil theoretisch, wenn ich einen Schalter habe und da hängt eine Lampe dran und da fließen 3 Ampere in die Lampe rein, müssen auch 3 Ampere wieder zurückfließen. Wenn jetzt halt allerdings 3 Ampere oder 2,5 Ampere zurückfließen und 3 Ampere reinfließen, müssen das halbe Ampere irgendwo anders wegfließen. Und das geht nicht, weil das irgendwo anders kann ein Mensch sein, der hinlangt. Und in dem Moment, wo der eine Differenz feststellt, schaltet er aus. Das ist die Funktion eines Fehlerstromschutzschalters. Das funktioniert magnetisch und der ist so sensibel, dass der, also es gibt welche, die können 10 Milliampere Differenz feststellen. Und das ist schon ganz ordentlich. Normal ist heutzutage 30 Milliampere, ist vorgeschrieben, dass die bei 30 Milliampere Differenz auslösen. Es gibt unterschiedliche Typen von Fehlerstromschutzschaltern, muss man sich jetzt nicht merken, außer ich möchte im Hackerspace oder daheim irgendwas umbauen, dann ist es nämlich sehr wichtig. Es gibt einen AC-Typ, dann gibt es einen A-Typ, einen F-Typ, einen B-Typ. Ist interessant, je nachdem, welche Geräte ich anschließe. Wenn ich einen Frequenzumrichter drauf habe, habe ich mittlerweile so viel oder ein Netzteil, ohne jetzt Hersteller zu sagen, habe ich jetzt mittlerweile so viele komische Ströme drauf, dass da zum Teil Gleichströme überlagern. Und wenn wir uns das Bild hier hinten, das Bild nochmal anschauen von der grundsätzlichen technischen Funktion eines FI-Schutzschalters, sehen wir, das hat was mit Magnetismus zu tun. Und Gleichstrom und Magnetismus ist Bäbä, dann ist der nämlich nicht empfindlich, weil der in die Sättigung reingeht. Also wie schaffe ich das, dass ich auch Gleichfehlerströme auslöse? Die Jungs, die das konstruiert haben, haben es geschafft, auch Mädels. Dass das funktioniert, ist sehr gut gemacht.
Wenn ihr jetzt denkt, hey, Fehlerstromschutzschalter ist gut, mache ich daheim nachlösen und ich sehe da bei Amazon für 2,50 Euro einen AC, der hat doch ein CE-Zeichen drauf, die sind nicht mehr zugelassen hier in Deutschland. Also die reinen Sinus darf man nicht mehr verwenden. Also da auch aufpassen, lieber jemanden fragen, der kein Twitter verwendet. Gut, Eigenschaften von RCDs. Vorgegeben müssen die innerhalb von 300 Millisekunden auslösen. In der Praxis lösen die allerdings viel, viel schneller aus. Zwischen 20 und 80 Millisekunden lösen die aus. Also das mal auf der sicheren Seite. Und der auslöste Strom muss Maximum bei 30 mA sein, Minimum bei 15 mA, weil bei 0 soll er auch nicht auslösen, weil dann wäre irgendwie was kaputt. Frage: Bieten RCDs 100%igen Schutz? Nein. Warum nicht? Und das ist auch was, wo man sich drüber aufregen könnte, wenn man wollte, wenn man sagt, ich habe ein RCD, das heißt, ich kann das Handy mit in die Badewanne nehmen, wenn es eingeschalten ist. Nein, darf man nicht. Man kann trotzdem sterben. Warum? Sehen wir gleich. Das ist auch ein Foto einer Bildungseinrichtung. Also das heißt, wenn ihr irgendwo mal Bodensteckdosen seht, macht die gerne mal auf und weist den Betreiber darauf hin, wie es drauf ausschaut. Da war noch Spannung drauf. Hätte da die Putzfrau mit dem Mob drüber gewischt und Wasser wäre reingekommen, hätte auch kein FI ausgelöst, weil keiner dran vorhanden war. Also sowas findet man. Ob wir mit einem FI sicher sind oder nicht, schauen wir uns nochmal die Sachen an, merken uns Auslösezeit 20 bis 80 Millisekunden. Und schauen uns nochmal unser Kardiogramm an. Wir sehen hier eine Zeit von der vulnerablen Phase, ich sage jetzt einfach mal 100 Millisekunden, dass wir so drin sind. Und dann sagen wir mal 50 Sekunden Auslösezeit von FI-Schutzschalter. Ja, okay, machen wir es anders, dass wir leichter rechnen können. Machen wir hier 70 Millisekunden Auslösezeit und 130 Millisekunden vulnerable Phase. Das heißt, wir haben ein Fenster von ungefähr 200 Millisekunden, wo ich höchst empfindlich bin, jede Sekunde. Und wenn mir jetzt der Föhn in die Badewanne fällt und ich habe einen FI-Schutzschalter und der fällt genau in der Zeit rein, dann braucht der trotzdem noch seine 20 Millisekunden mindestens oder eben jetzt hat 80 Millisekunden, 70 Millisekunden zum Auslösen. 50 Hertz, 20 Millisekunden entspricht runtergerechnet genau einem kompletten Sinusdurchgang. Das heißt, mein Herz kommt aus dem Takt. Das heißt, es ist russisches Roulette, ob der funktioniert oder nicht. Er wird funktionieren, wenn die Kaffeemaschine einen Fehler hat und irgendeinen Fehlerstrom hat. Wenn der Geschäftsführer einen Wasserkocher im Büro überlaufen lässt, dann wird der funktionieren, weil der Fehlerstrom detektiert wird. Er fliegt raus und ich bin auf der sicheren Seite. Wenn ich hinlang, wird der auch auslösen. Aber die Frage ist, löst er dann in den guten 800 Millisekunden aus, wo ich nur eine gewischt bekomme, oder in der Zeit, wo es für mich wirklich gefährlich ist. Deswegen, wenn einer sagt, ja, ich habe ein FI, kann nichts passieren, es ist super, dass er ein FI hat, es ist wichtig, es ist notwendig, absolut, aber man kann nicht dogmatisch sein in der Hinsicht. Wo sind FIs vorgeschrieben? Mittlerweile fast überall. Kurz von der Geschichte, seit 1984 überall, wo Badezimmer oder Dusche ist. Außer in Hotels, das ist wieder eine andere Geschichte. Seit 1990 für alles im Außenbereich, seit 2009 für alle Steckdosenkreise, egal ob im Badezimmer oder nicht. Und seit 2018 für alle Steckdosenkreise bis 32 Ampere und Lichtstromkreise. Also fast überall braucht man FIs. Und in manchen Bereichen sind die generell vorgeschrieben, Kindergärten zum Beispiel. Das Wort, gute Frage, danke. Also wenn Fragen habt, einfach reingrätschen. Genau, ja. Ich sehe, wir gehen jetzt dann, wir sind fast am Ende, wir gehen bald fließend in die Question and Answer über. Aber Bestandsschutz ist ein guter Punkt. Das Wort Bestandsschutz in der Elektroinstallation gibt es nicht. Es gibt nur eine Nicht-Umrüstpflicht. Also das heißt, wenn ich jetzt was 1980 gebaut habe und da ist kein FI drin, muss ich jetzt kein FI reinbauen, solange ich nichts verändere und solange die Raumnutzung nicht verändert ist. Also Steckdose ist kaputt, ich wechsle die, kann ich so lassen, muss ich kein FI reinbauen. Ich baue 20 cm daneben eine Steckdose hin, muss ich einen reinbauen. Nichtsdestotrotz Raumnutzungsänderung, wenn das davor ein Gemeindesaal war und jetzt ist es ein Kindergarten, muss ich einen reinbauen, weil da greift jetzt nicht die VDE, sondern die DGUV und für Kindergarten schreibt die FI-Schutzschalter vor.
Also so viel zum Thema Nachrüstpflicht oder nicht. Also prinzipiell nicht, aber abgesehen davon ist es einfach nur sinnvoll. Das Bild hier, was man sieht, da ist ein FI-Schutzschalter. Ich komme gleich zu dem. Das ist ein Live-Bild aus einem Kindergarten. Da ist ein FI-Schutzschalter drin, aber ich weiß nicht, ob ihr es seht, der ist nicht angeschlossen. Der hängt einfach nur an der Verteilung drin und die Abgänge sind direkt an den drei Phasen drin in einem Kindergarten. Und das finde ich ist grob fahrlässig und sorry, das wurden von Fachfirmen gemacht. Also da muss man schon immer mal hinschauen. Gut, also so viel zum Thema FI. Was kann man machen mit FIs? Auch wenn es jetzt nicht unbedingt im konkreten Fall Pflicht ist, weil man durch eine Lücke rutscht, nachrüsten macht Sinn. Mittlerweile vom Preis her auch macht Sinn, Steckdosenstromkreise einzeln mit FIs abzusichern, weil es ist nervig, wenn der Server absteigt, nur weil drüben einer einen Wasserkocher hat überlaufen lassen. Oder wenn einer die Teeküche an die Brandmeldeanlage angeschlossen hat, wie auch in einer anderen Bildungseinrichtung. Also sowas muss nicht sein. Stromkreise sinnvoll aufteilen, dass man das beachtet. Regelmäßig Prüftaste drücken. Warum? Machen wir in den QNAs, weil die Zeit davon läuft. Öffentliche Gebäude, Behörden, Firmen, bitte lasst euch die Sachen dokumentieren, nachdem sie installiert worden sind. Das ist keine Option, das muss nicht angeboten werden, das ist Pflicht. Jeder Elektroinstallateur, jedes Elektrounternehmen muss eine neu installierte Steckdose messen und dieses Protokoll inklusive Stromlaufplan und Dokumentation dem Betreiber geben. Das ist nicht verhandelbar, nicht, dass er sagt, nee, war nicht im Angebot drin. Also macht es, lasst euch nicht auf den Arm nehmen, sieht man leider viel zu oft, geeigneten Typ. Ja, das so ein bisschen hier so zu den technischen Sicherheitspunkten. Technik, Elektrotechnik besteht aus viel, viel anderen sicherheitsrelevanten, spannenden Themen, also Blitzschutz, Brandschutz. Blitzschutz, ist euch aufgefallen, dass hier fast jede Säule eigenen Blitzableiter hat. Warum ist das so? Auch im Innenraum hat Gründe. Überspannungsschutz, Leitungsberechnung, ja, und irgendwas mit IT und Cyber gibt es da auch noch. Also von dem her gibt es sehr viel. Was sollte der Vortrag gebracht haben? Manchmal machen Normen tatsächlich Sinn, auch wenn wir in Deutschland in einem Normenparadies sind. Twitter ersetzt kein Studium. Ja, werdet Elektroniker, Informationselektroniker, neuer Ausbildungsberuf, macht Spaß, wer auf der Suche ist, wer Informatiker ist und wie gesagt, mag noch mehr Mathematik machen, herzlich willkommen. So viel zum Thema, viel Spaß am Gerät. Elektrik macht Spaß, gibt's Fragen? Vielen Dank, Kevin, auf jeden Fall. Sehr interessant, immer solche lustigen Bildchen zu sehen. Wir haben jetzt noch circa eine Viertelstunde für Fragen und wer die stellen möchte, bekommt gleich das Mikrofon. Gibt es Fragen? Ah, ja, da. Ja, hallo. Servus. Danke für den Vortrag, super interessant. Ich wollte mal fragen aus der Perspektive eines Repair-Cafés, bei dem ja Mixer, Gartengeräte, Bohrmaschinen, Staubsauger, also würde man sagen 75% Elektrogeräte behandelt werden. Hast du da irgendwie eine Meinung dazu? Unverantwortlich, Betrieb sofort einstellen oder gibt es da bestimmte Standards, auch mobil, wo man sagen könnte, die sollte man herbringen oder was denkst du dazu? Noch dazu bei wechselnden Standorten in meinem Fall. Also man ist mal in einer Kneipe, mal in irgendeinem Gemeindezentrum, wo man halt die Elektroanlage, wenn ich das jetzt richtig gelernt habe, eigentlich nicht kennt. Sehr berechtigte Frage. Finde ich total cool. Vielen Dank. Persönlich muss ich sagen, ich bin Fan von Open Source und ich bin Fan von Repair. Ganz grundsätzlich. Zweiter Disclaimer, es ist keine Rechtsberatung hier, nur allgemeine Antworten. Was Repair-Café betrifft, muss man unterscheiden, ist das Gerät, wo ich repariere, unter Kleinspannung oder unter Niederspannung? Also das ist mal der erste Punkt, welche Gefahren können daraus entstehen. Und zweitens gibt es dafür auch tatsächlich die VDE-Norm, die 701-702, die bezeichnet die elektrische Prüfung von Geräten, also ortsveränderlichen Geräten, auch nach Reparatur. Und das muss natürlich sichergestellt sein. Also zum einen sollte eine Elektrofachkraft vor Ort sein, die die Reparatur durchführt und zum anderen dieses Gerät, wenn man es sicher machen mag, auch nochmal nach der Reparatur elektrotechnisch prüfen. So ist es, wie es normalerweise gemacht wird und dann hat man den Nachweis, dass es zu dem Zeitpunkt sicher war. Weitere Fragen?
Wenn es mal zu einem Stromschlag gekommen sein sollte, gibt es da Indikatoren, auf die man achten kann, um festzustellen, ob man ein Problem hat oder merkt man das dann von selber? Das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Merkt man das von selber? Also in dem Moment, wo man es von selber merkt, hat man eigentlich schon ein großes Problem. Deswegen im Vorfeld, wenn sowas ist, nie alleine sein. Also wenn man irgendwo arbeitet, wo Spannung da ist, immer noch jemanden dabei haben, der auch geschult ist. Und dann in der Regel zumindest mal einen Notarzt oder einen Arzt rufen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich an einen Weidezaun hinlang, da kann ich jetzt nicht sagen, da muss der Krankenwagen kommen, oder ob ich längere Zeit mit was in Kontakt war. Die Kliniken selber, die gehen auch zum Teil unterschiedlich damit um. Aber in dem Moment, wo ich in einer größeren Firma bin oder in einer Firma zumindest, wo ich einen Sicherheitsbeauftragten habe, dann müssten für solche Vorkommnisse schon Pläne vorlegen, was zu tun ist. Also auf keinen Fall sagen, ah ja, der war jetzt 5 Sekunden an der Steckdose, wird schon nicht so schlimm sein, Business as usual. Für die einzelnen Auswirkungen gibt es Indikatoren, aber ich würde es niemals davon abhängig machen, ob ich irgendwo hingehe. Das sollen dann die Mediziner entscheiden. Da hinten, glaube ich, ist noch eine Wortmeldung, oder? Quasi kurze Ergänzung dazu aus der Praxis, also wenn das eben Stromschlag im betrieblichen Umfeld, wo es eine Berufsgenossenschaft gibt, heißt es, egal ob mit FI oder ohne, eigentlich immer Krankenhaus, 24 Stunden Langzeit, EKG, weil die Berufsgenossenschaften auf Nummer sicher gehen. Das ist so, wenn es dir in der Firma passiert. Kann man auch nicht sagen. Also es gibt Kliniken, die sagen zum Beispiel, 24 Stunden EKG ist nicht notwendig. Gibt es auch unterschiedliche Studien dazu. Nur die Frage, wer entscheidet das? Also ich bin es auf alle Fälle nicht, wo ich hier vorne stehe, weil jeder Fall ist unterschiedlich. Und es muss auf alle Fälle dokumentiert werden und diese Entscheidungskette muss sinnvoll nachvollziehbar sein. Und ich würde sagen, auf alle Fälle in dem Moment, wo 230 Volt oder mehr im Spiel war, einen Arzt drüber schauen lassen, egal was los ist. Da ist noch ganz hinten eine Wortmeldung. Noch eine kurze Anmerkung, falls man sich für VDE-Normen interessiert. Es gibt tatsächlich Varianten, wo man kostenlos sich die Normen mal anschauen kann. Beispielsweise sollen die an verschiedenen Hochschulen ausliegen. Oder wenn man studiert oder in der Ausbildung ist, kann man kostenlos im ersten Jahr Mitglied bei der VDE sein und dort dann auch dann über den Mitgliederservice kostenlos sich dann auch Normen zuschicken lassen. Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Ja. Also es soll auch hier in Karlsruhe so Informationspunkte geben. Gell? Da ist noch eine Hand hinten. Nebenbei, es gibt auch ein Entwurfsportal für die Normen. Also die ganz neuen Normen, die sind da drin, da kann man sich auch anmelden, wenn man Interesse hat und dann sieht man die auch. Ja, bitte. Ja, hallo. Ich kenne das noch so aus der Kindheit, dass man an der Batterie geleckt hat. Das war ganz witzig, aber ich habe noch so einen Mythos im Kopf, von wegen so einer Autobatterie kann man beide Pole anfassen, solange das irgendwie nicht länger als 20 Minuten ist und so. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Probier's aus. Physiologische Wirkung von 12 Volt kann man jetzt halt runterrechnen. Also wir haben vorher die Stromtabelle gesehen, ohne Stromeintragungen, aber wenn ich jetzt halt verschwitzte Hände habe und ich komme dann mit meinem Körperwiderstand so niedrig, dass 12 Volt bei mir schon gut durchfließen, dann spüre ich das ganz ordentlich und das macht dann auch nicht unbedingt Spaß. Was noch schlimmer ist, wenn ich jetzt irgendein Metallteil in der Hand habe oder das Metall spricke, weil dann habe ich nicht die Stromauswirkung, sondern die thermische Auswirkung auf meinen Fingern. Das tut dann richtig weh. Das geht auch mit einer 1,5 Volt Batterie, die man mal mit Alufolie anfasst. Also ich bringe euch jetzt auf doofe Gedanken. Gell? Also auf alle Fälle, von dem her, ja, das wäre dann mehr so Rubrik Jugend forscht. Noch eine Meldung ganz hinten. Warum kann man keine perfekt sicheren FI-Schalter bauen? Was sind denn da die technischen Limitationen? Okay. Ich gehe noch mal kurz auf die Sachen hin, oder warte mal, ich gehe mal auf die, was es gibt. So funktioniert der grundsätzliche. Das ist geklaut aus Wikipedia vom Markus. Also vielen Dank, Markus.
Jeder stromdurchflossene Leiter hat ein elektrisches Magnetfeld und wenn der in die eine Richtung fließt und auf der anderen Seite zurück, dann heben sich die beiden Magnetfelder auf. Wenn der eine Strom mehr ist als der andere, der zurückfließt, dann ist dieses Magnetfeld unterschiedlich und das wird ausgewertet. Und diese 30 Milliampere Unterschied, die lösen dann durch eine Elektronik zum Auslösen des FI-Schutzschalters. Jetzt habe ich heutzutage aber Ladegeräte für Handys. Die haben einen pulsierten, also wenn man die am Osttimer anschaut, auf der 230-Volt-Seite, sind es Stromspitzen, die kommen, weil die in beide Richtungen nur ganz kurz Strom aufnehmen. Ich habe Frequenzumrichter, ich habe alle möglichen elektronischen Sachen, die keinen Sinus fabrizieren. Dadurch habe ich auch zum Teil Gleichstromanteile auf dem Netz oder im Verbraucher. Wenn ich da jetzt halt hinlang an den Stromkreis, dann ist der Strom, der Differenzstrom, also der, wo ausgelöst werden muss, kein reiner Sinus, sondern der hat irgendwelchen Wurst drauf. Und wenn da Gleichstromanteile drauf sein sollten, aufgrund eines anderen Verbrauchers, würde ein klassischer FI nicht auslösen, weil da dieser Pegel, dass der die 30 mA erkennt, durch den Gleichstrom, der dem Magnetisieren, sage ich jetzt mal, entgegenwirkt, so hoch wäre, dass er nicht mehr empfindlich genug ist. Das ist die Herausforderung. Diese Herausforderung ist aber gefixt worden, also frag mich nicht wie, aber alle gängigen Hersteller haben heutzutage diese B- und B-Plus-Varianten der Fehlerstromschutzschalter. Dadurch sind die sehr sensitiv auch auf Mischfehlerströme und können auch in verzwickten Stromkreisen relativ sicher auslösen. War das die Frage oder habe ich die Frage falsch verstanden? Oder hast du gemeint wegen der Auslösezeit und der Badewanne? Ja, die Frage war, warum kann man keinen perfekten FI bauen? Ja, müsste man, okay. Also dann in dem Fall müsste man perfekt identifizieren, weil der FI, der weiß ja auch nicht. Es muss ja ein gewisser... Der weiß ja nicht, was ist legitim und was ist nicht legitim. Also ein normales Gerät hat zum Beispiel die Erlaubnis, 3,5 Milliampere ableiten zu dürfen. Das brauche ich in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Entstördrossel dran habe. Das mache ich ja gegen Masse. Also fließt da bei 50 Hertz sowieso ein bisschen an Strom. Und das weiß ja der FI nicht, ist das legitim oder nicht. Und würde der dann schon auslösen, dann wird es Hausinstallation keinen Spaß machen und Industrie erst recht nicht. Also das heißt, man muss da gewisse Kennlinien oder Wertbereiche einhalten, damit es auch wirklich Sinn macht. Und der Wertbereich, die 30 mA wurden gewählt, weil über 30 mA ist halt so unangenehm ist, dass ich nicht mehr loslassen kann. Und deswegen bis 30 mA muss der sicher auslösen, damit der Personenschutzschalter gewährleistet ist. Wenn das halt in der Zeit ist nochmal, wo gerade die vulnerable Phase von meinem Herz ist, bringt mir das auch nicht unbedingt was. Aber ich hänge zumindest nicht lange dran. Gut, wir haben noch Zeit für eine Frage. Eigentlich mehr oder... Ja, wir können danach noch bei einer Gruppenartik quatschen. Eine Anmerkung dazu, das Problem ist auch das, also perfekt wäre ja null Strom. Aber das Problem ist ja genau, die angesprochenen Schaltnetzteile zum Beispiel haben ja meistens auch Endstörerkondensatoren zum Filtern und die bringen immer schon einen kleinen Strom mit sich. Ja. Und genau die Frage, also irgendwann hat man den Punkt erreicht, dass halt das ja immer auslösen würde und das ist ja auch nicht zielführend. Das ist der schmale Grat von, das ist halt das, was jetzt technisch noch sinnvoll umsetzbar ist, zu... Das tut am wenigsten weh. Ganz genau richtig, ja. Sorry, dass ich dich nicht angeschaut habe. Ich habe keine Ahnung, wer geredet hat, aber es stimmt. Gut, dann würde ich den Talk an dieser Stelle beenden. Wenn ihr noch Fragen habt, ist der Kevin sicher noch ein paar Minuten hier vorne. Könnt ihr mit ihm noch mal reden. Ich möchte noch einmal vielen Dank sagen und noch mal Applaus für diesen coolen Talk.